Nicole und Felix wollen heute mal eine ganz ruhige Form des Wassersports erkunden. Hey, das hast du aber echt schön ausgesucht hier. Ist echt schön. Ja, meine Kollegin war hier letzte Woche mit ihrem Mann. Und sie hat die ganze Zeit davon im Büro geschwärmt. Das kann ich mir vorstellen. Sind wir in unserem Boot? Ja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Wir wollten gerne Boote mieten. So. Ja, gerne. Sind wir richtig. Der Verleiher übergibt Ihnen zunächst die Schwimmwesten und Paddel. Ja, ein Paddel für dich. Und hilft dann, das richtige Boot zu finden. Ist das unser Boot? Das ist euer Boot. Wow. Genau. Sag noch mal was zur Paddeltechnik zum Steuern. Gibst du mir mal deinen Paddel? Wenn du auf dieser Seite vorwärts paddelst, fährst du einen leichten Bogen nach rechts. Mhm. Und wenn du auf dieser Seite bremst, fährst du einen leichten Bogen nach links. Mhm. Mit diesen beiden Techniken kannst du einfach mal ausprobieren. Er erklärt die Paddeltechnik und jetzt geht es ab aufs Wasser. Nach 2 bis 3 Paddelschlägen sind unsere beiden gut eingespielt und das Boot gleitet dahin. Vorbei an Seerosenfeldern und wilden Wäldern öffnen sich für Nicole und Felix immer neue Perspektiven. Zwischendurch erprobt sich Felix als Gondoliere der alten Schule. I was there the day the river went dry. I just watched it flow away. Und wenn es zu warm wird, kann man den anderen auch mal nass spritzen. An Wasserrastplätzen bietet sich die Möglichkeit, auch mal anzulegen, aber unsere beiden wollen die stillen Regionen suchen. Mit einem Kanadier oder Kajak ist man völlig unabhängig und kann jederzeit und überall aufs Wasser. Die Angebote der Kanustationen sind an den schönsten Gewässern zu finden. Man kann auch längere Wasserwanderungen in entlegene Gebiete machen, wo man ganz für sich ist und den Einklang mit der Natur erleben kann. Ja, wir sind jetzt mal den ganzen Vormittag, so 4-5 Stunden sind wir jetzt vielleicht unterwegs. Natur, viel Tiere, ja. Seerosenfelder. Ja, das ist super, das ist schön hier. Wir fahren den Kanal weiter runter. So ein bisschen ganz für uns, Natur, Ruhe und noch ein bisschen paddeln. Zum Ende der Tour winkt unseren beiden noch ein ganz spezielles Abenteuer. Der Verleiher hat von einer Passage erzählt, die nur ganz schwer im Schilf auszumachen ist. Aber Adlerauge Nicole hat sie schon erspäht. Durch einen Dschungel mitten in Deutschland, der völlig unberührt ist und an einen Märchenwald erinnert, gelangen sie auf einen See, der jetzt nur ihnen gehört. Zwischen weiten Seerosenfeldern genießen sie die vollkommene Ruhe und Erholung. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und durch die schmale, zugewachsene Passage geht es zurück zur Kanustation. Hier lockt die Stärkung am Grill, aber bis dahin ist noch Zeit für ein Federballmatch. Das ist die richtige Bewegung nach einem Tag im Boot. Toller Tag. Hat echt Spaß gemacht. Also draußen sein und sich bewegen und was tun. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass das dann doch auf die Dauer ein bisschen anstrengend wird irgendwie. Also ich werde morgen bestimmt Muskelkater haben, so ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Ja. Und einfach in der Natur sein, das macht echt Spaß. Also war ein toller Tag. Also ich fand es einfach wunderschön, irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Ja. Irgendwie mal dieses Kanu zu fahren und auch diese Gegenden zu erkunden. Mhm. Also eine kleine genau, Stelle, wo wir da fast durch den Dschungel, durch so ganz den Urwald gefahren sind. Das war echt. Das war traumhaft. Ja. Richtig schön. Wie im Dschungel. Gerade dass die Krokodile gefehlt haben. Er ist gut gesteuert, das ist mein Lieblingssteuermann. Baden hat Spaß gemacht. Baden hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. War echt lustig. Ja, wir hatten sowieso einfach viel auch rumgealbert, würde ich mal sagen. Ja. Das war richtig lustig. Gestärkt und zufrieden lassen Nicole und Felix den Abend am Strand ausklingen.